da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Abend und Gott zum Gruß. Hier ist wieder Ihr Walter Freiwald mit Ihrem RTL-Shop und einem echten Kracher. Es geht heute um ein andalusisches Überraschungspaket für einen zünftigen spanischen Abend. Danuta Schipanski ist hier. Schönen guten Abend und erzählt uns jetzt mal, was sie für Köstlichkeiten mitgebracht hat. Danuta, herzlich willkommen. Guten Abend, Walter. Ein Charmeur alter Schule. Das habe ich in der spanischen Hofreitschule gelernt, ne? Das und noch viel mehr. Was ist denn das? Gucke mal. Ja, also wir haben hier das spanische Spezialitätensortiment Corones mit verführerischen Köstlichkeiten von der iberischen Halbinsel. Und ich habe ihn mal... Hombre! Bei diesem Angebot, Danuta, da werden einem ja die Kastagnetten in der Hose verrückt. Kastagnetten in der Hose, Sie verstehen, knickknack. Was ganz was Feines in unserem spanischen Spezialitätensortiment Cojones sind die Chorizos, diese scharfen Würste vom Schwein. Das scharfe Schweinchen mit der langen Wurst, ne? So haben sie mich auch am Strand von Lorette Mar gerufen. Ja, die Chorizo reift 6 Wochen und wird dadurch schön fest und hart. Uiuiuiui, 6 Wochen? Danuta, bei mir geht das schneller, ne? Kommt ganz drauf an, wer die Wurst in der Hand hält, ne? Und wie? Ich rede mich hier heute um Kopf und Kragen, meine Damen und Herren. Volare. Oh, volare. Rufen Sie jetzt an, meine Damen und Herren. Es sind nur noch wenige 100.000 Einheiten unseres 20-teiligen Spezialsortiments aus Spanien. Cojones für Sie da, meine Damen und Herren. Danuta, was ist denn jetzt das hier für ein edler Tropfen? Sage mal. Das ist ein 2008er Sangria, ein köstliches Erfrischungsgetränk aus den Zutaten Wein, ein bisschen Saft, Likör, Contro und Brandy. Ein typisches Freiwald-Frühstückchen sozusagen. Obwohl, Danuta, ich würde ja den Saft weglassen, ne? Ja, das glaube ich gern. Habe ich heute einen Lauf, meine Damen und Herren? Habe ich heute einen Lauf? Aber, Danuta, die Leute zu Hause wollen natürlich nicht nur gute Unterhaltung, die wollen natürlich auch etwas über die Produkte erfahren, Danuta. Was ist denn jetzt das, Guckemann? Das ist ein traditionelles Trinkgefäß, in dem man den Sangria stilecht genießen kann. Man kann sich auch in gemütlicher Runde drumherum versammeln und mit Strohhalm das köstliche Nass aufsaugen. Schau dir das an, du! Ich bin der König von Mallorca! Rufen Sie jetzt an! Buenos dias, Matthias, wir sind wieder da! Oh, was haben wir denn da, Danuta? Da läuft einem ja die Sangria im Mund zusammen, ne? Toll! Ja, ja, Walter, das ist der leckere Serrano-Schinken. Der darf natürlich in unserem 20-teiligen spanischen Gourmet-Sortiment nicht fehlen. So schillernd, Danuta, wie das Meer bei Sonnenuntergang an der Costa Brava. Herrlich! Ja, der Spanier nennt den Serrano-Schinken auch Ramón de Pata Blanca, was so viel heißt wie Weißbeinschinken. Tja, meine Damen und Herren, so einen Weißbeinschinken könnte ich Ihnen natürlich jetzt auch am Stück zeigen, aber ich lasse die Hose mal besser oben. Zumindest bis die Kameras aus sind, Danuta, ne? Vielen Dank fürs Erste, ne? Und morgen dreht sich dann alles um die Nudel. Nudel! Bei unseren italienischen Köstlichkeiten, meine Damen und Herren, dann heißt es wieder Arsch wie Wendy mit Ihrem Walter Freiwald. Tschüss, tschüss.